Oh, der weint einfach, der Richter. Einfach ein Köpfspieß. Ich habe auf Twitter gefragt, hab gesagt, ey, schick mir mal Musik von euch, Videos, YouTube-Kanäle und so weiter und so fort. Ich gebe 100 Euro an den Gewinner raus. Yeah. Ja, Mann, ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz rein, was wir hier so haben. Okay. Luis Fonsi, der hat uns das eingeschickt. Kennst du vielleicht? Sehr, sehr unbekannter Artist. Ich bin noch relativ unbekannt. 27 Millionen. Ist ganz gut, Bro. Gebt ein Like auf jeden Fall. Gucci Roger. Lass hier mit anfangen, Bro. Wir checken einfach mal aus. Wir gucken einfach, was uns da so musikalisch erwartet. Auf ernst bewerten oder sollen wir so auf Spaß bewerten? Ich würde schon ernst sein, Digga. Ja. Also, safe, wenn es halt scheiße ist, dann sagen wir auch, dass es scheiße ist, wa? So. Wilde Animation auf jeden Fall, Alter. Auf Milano Vibe direkt, oder? Notren habe ich schon mal irgendwo gehört. Was sagst du? Ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber es klingt halt 1-1 wie Lelano. Ist halt sehr generisch. Was mich hier richtig abfuckt. Hörst du das, wie die Distortion auf dieser Gitarre ist? Finde ich über unangenehm, ist mir too much, weiß ich nicht. Aber ist auch so persönliche Präferenz. Stabiles Ding, auf jeden Fall nichts gegen auszusetzen. Muss man aber dann halt auch wirklich mögen. Negative, schrägstrich, depressive Musik ist nicht so meins. Du weinst nicht so oft, ne? Nee. Schade eigentlich. Ah, guck mal, der hat die quasi gezeichnet in japanischer Fashion. Aber dennoch bauchfrei. Ah, Japan. Und ich mag, so, ich geb's. Cooles Konzept eigentlich. Für Rezo. Ah, okay. Der aber das ist geil, das ist aber geil, finde ich. Das ist, ein cooles, das ist eine coole Idee. Dann wollte ich unbedingt einen aber Rock haben. Aber das ist eine geile Idee. Das Outfit sieht sehr nice aus. Ja, da sind coole Sachen dabei. Ja. Unge, Digga. Ja, Bro, Unge sieht auf jeden Fall aus, als hätte er Masti sämtliche Drogen weggelegt. Die Sache ohne den Hut ja. Und ein bisschen weniger Farben, dann wäre das auch ein voll geiles Outfit. Ich finde es halt wild, dass Unge seine Beine komplett gefärbt hat. Einfach. Die ja, ja. Tätowiert auf Regenbogen. Oh, Bro, das ist ein geiles Outfit, Digga. Das fühle ich persönlich sehr. Aber cooles Konzept, Bro. Fühle ich sehr. Ja. Okay, AVN Lightspeed, Digga. Lightspeed. Ja, ich fahr mit Lightspeed. Gleich mit diese eklige Kick einfach so trappen und dann geht's schon los. Ich kann es mir schön vorstellen. Aber ich mag diesen VHS-Tape-Vibe von dem Video jetzt schon. Dieses. Das war zum Beispiel so ein Beat, so ein YouTube-Type-Beat, den würde ich direkt wegskippen. Ja. Okay. Bist du down oder sagst du halt nicht zu? Immer wenn du weg bist, geht's mir nicht so gut. Ja, genau. Bist du hier nur bei mir? Nachts auf der Party immer viel. Geht mir aber gut rein, muss ich sagen. Ja, also Vibe ist sehr, sehr nice. Ja, voll. Starkes Ding, Bro. Spaß, sehr wild. Kann man mal liken. Melonen hat jetzt hier auch noch was reingepostet, Alter. Diese kompletten Autisten-Intros. Heute zeige ich euch meine. TikTok! Ja, gefällt mir so gut, dass ich das eigentlich für sie stehen lassen möchte. Einfach ein Win. Ihre Till-Talks haben mir wirklich gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. kennst du diese Minecraft-Musik? Mhm. Diese Piano-Chords sind sehr ähnlich. Aber ja, kann man auf jeden Fall machen. Es ist cool, ist cool. Trick 17, Musik einschickt, man schickt einfach nur ein Beat ein. Ja, ist immer so. Immer Beste. So. Flexin, Benji 821. Oh Gott. Bro, der drippt aber ordentlich, Digga. Ich flexe 24-7, alles ist noch gleich geblieben. Damals schon im Kinderwagen wollte ich immer Gucci dran. Zu krass. Bro, Alter. What, Digga? Boah, erstmal, warte, erstmal. Ey, Shoutout. Digga, schick's an Katar direkt, Alter. Digga, der braucht kein Label. Der hat schon geschafft. Der hat den Vorschuss schon kassiert. Bei ihm gibt's keine Polizei. Oh, oh. Nein. Oh! What, Bro? What the fuck? Wir müssen es wegmachen, zu viel Gewalt. Digga, ganz ehrlich, Mann. Schwierig, Digga. Memes, die sich Donald Trump im Bunker einverleibt. Oh Gott. Kennst du ihn? Trimax? Ja. Fun Fact. Damals, wo ich mit Clash Royale angefangen habe, es war todesfrüh und ich war Trimax 8. Zuschauer in seinem allerersten Stream. Echt jetzt? Ja. Wild. Geil, Mann. Okay, was haben wir hier mit dem, Bro? Wie YouTube sein sollte, bin ich mal gespannt. Wie sollte YouTube sein? Wildes Intro. Ich fühle es direkt den Behinderten-Vibe. Hallo, es gab mal eine Zeit, wo ich öfter solche Videos gemacht habe, wo ich einfach über meine Feelings und über meine Struggles geredet habe. Chill mal. Als ob ich irgendwie mal schlechte Videos oder so gemacht hätte.
Yikes. Hallo, liebe Ape Gang. Ape Gang. Random YouTube Content, aber war jetzt nicht unsympathisch, fand ich ganz cool. Ja, ja. Beast Mode, Digga. Und auch nur so ein Beast. Oh, Bro, das könnte was Elektronisches sein. Das geht mir immer sehr gut rein. Bist du Elektro-Fan? Digga, da vorne steht komplett das DJ-Setup. Ich leg doch auf und zu. 3, 2, 1, go! So, an sich nicht schlecht, Bro. Ihr macht Videos dazu, Leute. Immer. Supernova-Lights in den Neonlicht. Habe keine Zweifel, weil uns niemand bricht. Hopp in die Welt, hopp in den Jail. Geht gut rein. Nicht schlecht. Weitermachen auf jeden Fall, Genie. Tro. What's so furious, okay? Das ist Dings. Was denn? Ach so, nee, doch nicht. Oh. Wildes Video schon mal. Sowas finde ich immer geil, wenn sich jemand Mühe macht, sowas halt zu machen. Ja, ne? Das stimmt. Oh, geil, Digga. So typische Soul Drum Break als Beat. Ja. Sau random, aber geht mir richtig gut rein. Ja, finde ich cool. Video ist geil gemacht auf jeden Fall. Ja, Video ist cool, Song ist auch cool. Geht mir gut rein, finde ich wirklich angenehm. Fahr mit mir, Digga. Wohin? Schatz, sag, wohin es geht. Ich hoffe jetzt die Stimme scheiße. Auf Bianca von Kütschi gefällt. Digga, wirklich, aber voll, ne? Aber komplett. Ist nicht angelegt. Aber das Ding ist halt, ist nicht mal Bro, aber das Ding ist, du kommst ja niemals an einen kütschige Fendi ran, Digga. Das ist ein fucking Opernsänger, weißt du, was ich meine? Oh, Südrus, jetzt wird's ganz unangenehm, Digga. Das ist jemand, den ich kenne. Raba. So ein Fortnite-Spieler. 20.000 Abonnenten-Special. Wir sind die Idris Army. Wie eine Familie halten wir zusammen. Schau doch mal, wie viel wir sind. Südrus, Digga, das ist absolut unangenehm. YouTube Deutschland ist broke. Hallo, Freunde. Große YouTuber zu sein. Ja, Digga, scheiß drauf. Hier mein Musikchannel. Oh, den kenne ich, Bro. Der hat eine kranke Stimme tatsächlich. Schau in den Spiegel, sehe mich. Erreiche alles, nur nicht dich. Ich bin wieder alleine. Ich bin wieder ich. Ich bin ohne dich. Geht mir gut rein, finde ich nicht schlecht. Ja, Honig-Trash, Digga. Was hast du für uns gemacht? Ja, Jungs, viel Erfolg euch noch. Guck mal, der macht so Lego-Videos. Obi-Wans Truppen werden dort auf uns warten. Soll ich dir erzählen, dass ich sowas früher auch mal gemacht habe? Ich habe auch mal so ein Ding gemacht, ne? Ja. Aber das ist geistkrank aufwendig, ne? Mhm. Mach damit auf jeden Fall weiter. Macht den Meister, ja. Was ist das hier? Seltsames Cover, ne? Der sieht aus wie ein 40-Jähriger, aber gleichzeitig wie ein 10-Jähriger. Krank, Alter. Digga, das sind wilde Lines, Digga. Das sind wilde Lines, wirklich. Rückspiegel. Okay, ich bin gespannt, Jungs. Wäscheklammer gone wrong. Wäscheklammer ins Gesicht klammern. Das ist doch der Content, für den wir hier sind. Ein paar Sekunden später. Digga. Boah, der weint einfach, der Rechte. Guck ihn dir an, Digga. Schau ihn dir an. Digga. Ich poste einfach Kontext aus meiner Insta-Story. Digga, stark, Mann. Stark. Ja, halt. Ey, dieser Arme, Typ, ne? Junge. Bitte gönn bis zum Ende, ist einfach nur krass. Bro, der schickt die ganze Zeit. Oh, Digga, Alter. Hast du gerade gehört? Sie klappt, Digga, du wirst direkt bindertaub. Lass kurz einfach chillen, warte. War gut, ich fand's gut. Da bin ich gespannt. Das wird wild. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Hero Flächer. Heute mit dabei ist erstmal niemand. Okay, ich bin kurz weg. Geisteskrank, bestes Video, was ich je gesehen habe. Dr. Light, Game Master Part 2. Stopp, so kann es nicht weitergehen. Ja, nein. Jetzt bist du wieder böse, willst mich leider sehen. In Köln? Ey, ich schwöre, der Junge, ne? Kennst wenn du ihn siehst, der beherrscht die Straßen in Köln, wirklich. Du musst dem Schutzgeld geben, ich schwör's dir. Maximilian oder Safe Feature, Bruder. Oh, hier, wilder Song. Köftespieß, ist ein Köftespieß. Ja, Mann, das ist halt und Musik. Und sie reden, einfach ein Köftespieß. Hab auch gehört, der soll bald so Ernstmusik machen oder so. Kann sein, wird wild. Dich, ob wir uns wiedersehen. Nee. Ich ruf dich später an. Willst du den nicht wiedersehen? Nee, würde ich nicht.
irgendwie vermisse ich dich, aber kann's grad nicht beschreiben. Ja, ist einfach gar nicht meine Musik, aber musikalisch auf jeden Fall stark. Er hat morgen erst Release, Bro. Wer? Der hier. Oh, krank, exklusiv hier für uns. Für den Stream, ne? Freddy Rotten. Boys will be boys. Deutsche Piep. Absolut gay, weg damit, Junge. Ey, Bro. Was hat es mit gay oder nicht gay sein zu tun? Ach, der Schwachsinn, wirklich. Also, wegbahn, wegbahn. Boys will be boys. Ich verstehe, wo er mit seinem Film hin will, auf jeden Fall. Ich mag das Editing sehr mit den Farben. Aber mit diesen Rutsch, ja. Schwarz. Ja. Okay. Kölner, Bro. Auf gut locker Mitarbeiter angelegt. Ja, ja. Will an die Sonne, Marok, Marrakesch, vergieße die Jackie, wir Feinde und Ex, ja, wir Feinde und Ex. Geht mir gut rein, Bro. Finde ich cool. Weil so ein bisschen off, weißt du, was ich meine? Immer so ein bisschen over dem Beat, aber trotzdem an sich echt sehr stark, muss ich sagen. Und halt auch sehr, sehr geil direkt mit professionellen Videos und sowas. So, Leute, wir ziehen so 3-4 rein. Der hier auf jeden Fall. Ich zeig dir gleich noch einen Homie von mir, den ich dir unbedingt mal zeigen wollte. Du hast mein letztes Jahr zu einem Beschissenen gemacht. Würdest alles für mich tun, hab ich von Anfang. Er nennt mich an, es tut mir doch so leid. Ich wollte gerade sagen, Maybe gib mir die Chance, noch was zu sagen, denn mir liegt was am Herzen schon seit Tagen, wenn es Bro. Tut mir doch leid. Oh, das hier sieht noch wild aus. Warte, warte, was XXL Abo Special. Gott. Esma, sprich normal. Gott, ey. Es dauert 42 Minuten, die Zeit haben wir noch, oder? Oha! Hat erzählt eine Geschichte. Eine Geschichte, die 42 Minuten dauert. Stunden. Danke nochmal für 93 Abonnenten. Danke. Und dazu gibt es heute ein XXL-Abo-Special. Okay, Bro, ich zieh mir das heute Abend rein, aber echt cooles Video, Mann. Ich wollte gerade schreiben, gucke später weiter. Aber ich mach das mal auf meine Liste. Warte, ich kann es hier in meine Liste hinzufügen. Die Aktion ist bei Inhalten speziell für Kinder, der... Das war nicht für Kinder, Digga, das Erwachsene konnte ja zum Einschlafen. Eine Ewigkeit später. Chat, liebste Leute, wir haben unseren Gewinner gefunden. Tro, Digga, hieß der. Der Bro kassiert hier auf jeden Fall 100 Euro auf Nacken von mir und wird sich daran erfreuen dürfen. Ja, Bro, ich schreib dir, ich hab deinen Account und wir sind durch an der Stelle, Mann, wir sind durch. Und yeah. Macht's gut, auf Wiedersehen. Ciao, ciao, Leute. Boah, Digga, ich muss so scheißen, wa?